Tu, was du willst, soll sein, das Ganze von dem Gesetz. Ja, ich habe gerade eben gesehen, dass Ivan ein Video hochgeladen hat. Da ging es darum, dass er mit dem Wahl-o-mat rumgespielt hat, da Ivan wählen gehen will. Und ich habe gedacht, und ich gehe nicht wählen, ach komm, das probierst du auch mal aus und machst das Gleiche, was Ivan gemacht hat, der das Ganze aufgezeichnet hat. Ja, das halt kurz mal durchgeklickt und beantwortet, was er da für welche Standpunkte er hat. Und ich dachte, ja, komm, das probierst du jetzt auch mal aus. Und ich persönlich halte gar nichts von solchen demokratischen Wahlen. Das liegt aber einfach daran, weil ich für mich selber keinen Unterschied mehr mache, ob wir jetzt in einer Diktatur leben oder in einer Monarchie, weil es einfach oder die Mafiosi regieren die Welt. Für mich gibt es da ehrlich gesagt gar keinen Unterschied mehr. Für mich sind Politiker zum Teil Verbrecher. Ich meinte sogar, dass das Verfassungsgericht mal entschieden hatte, sie sollen mal dafür sorgen, dass sie nicht so viele Abgeordnete im Bundestag haben, weil im Grundgesetz selber steht, glaube ich, irgendwas von nicht ganz 600 Leuten. Mittlerweile sind wir bei über 700 und ja, wenn das so weitergeht, haben wir noch viel mehr. Ne? Und wer zahlt das? Der Steuerzahler. Leute wie ich und du. Und die kümmern sich um solche Sachen nicht. Und ich meine, das Verfassungsgericht hat ja auch mal gesagt, dass die Wahlen generell irgendwie ungültig sind. Und ich meinte sogar seit den 50er Jahren, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das kann man tatsächlich nachlesen, für die, die es nicht glauben. Und insofern sind Wahlen eigentlich, glaube ich, sogar dann strafbar. Na, also wenn du wählen gehst, machst du dich strafbar. Aber so genau will ich mich jetzt nicht in die Rechtslage da nicht einklinken. Und kenne ich mich auch nicht aus. Und da gibt es bestimmt Leute, die das besser wissen als ich. Wie gesagt, mich persönlich interessiert es nicht so, aber ich denke, es wird doch ganz interessant sein, welche Fragen da auf mich zukommen und wie ich den Standpunkt dann in meiner Welt als für mich telemische Welt versuche zu leben und dementsprechend auch zu sehen. Fangen wir mal an. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Nein. Also manche Sachen weiß ich schon im Voraus. Alles, was mit Verboten zu tun hat, wird abgelehnt bei mir. Beschränkung ist nicht erlaubt. Stimme nicht zu. Das andere ist, ich war 6 Jahre lang im Außendienst tätig, also in ganz Deutschland und Schweiz, Österreich. Bei den Schweizern und Österreichern, da gibt es ja Tempolimit bis 130, soviel ich weiß. Und in Deutschland aber nicht. Ich habe mich nie sicherer gefühlt als auf der Autobahn. Ja, und ich bin auch mit meinen 180, 200 Sachen durchgerast. Ich hatte nicht so ein schnelles Auto. Warum? War nicht ganz einfach. Auf der Autobahn gibt es wenig Regeln. Ganz wenige Regeln. Ne? Also behindere keinen anderen hinter dir. Fahre am besten natürlich nicht zu dicht auf. Halte dich an die Geschwindigkeit. Wenn es heißt 120, dann heißt es auch 120. Und ja, eigentlich war es das schon. Gibt es bestimmt noch ein paar anderen Regeln, die fallen mir jetzt persönlich jetzt gerade nicht ein. Aber eigentlich ist es alles. Und von den Verkehrsschildern her, du siehst wenig Verkehrsschildern. Das heißt, entweder es kommt eine Baustelle oder ja, Tempolimit und fertig. Ja, da ist die Ausfahrt, weiß man geht runter vom Gas, biegt ab und fertig. Bist du aber in einer Stadt, nehmen wir mal an, du bist in einer Stadt, da warst du noch nie, dann ist es vollkommen anders, dann siehst du nur noch Verkehrsschilder, ne? Nur noch tausende von Regeln, die du beachten musst und dies und jenes. Und das ist natürlich weitaus komplexer oder komplizierter, was weiß ich was, als zum Beispiel auf der Autobahn zu fahren. Da fährst du geradeaus und fertig. In der Stadt ist das nicht möglich. Ne? Du musst ja auf tausend Sachen achten. Und deswegen passieren auch die meisten Unfälle auf dem Land, beziehungsweise auf der Landstraße oder halt im Dorf, als auf der Autobahn. Es gibt auch die wenigeren Toten, sind halt auch nicht auf der Autobahn, sondern die sind halt auch auf dem Land, weil eben die Leute mit viel mehr Verkehrsregeln konfrontiert werden, als es auf der Autobahn ist. Ne? Und auf der Autobahn, gut, du musst halt mindestens 60 fahren.
Ja, da fahren wir alle, da fährt so gut wie keiner fährt das 60. Das habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Die Leute passen sich einfach der Geschwindigkeit an. Und ja, es funktioniert einfach. Wie soll man das anders ausdrücken? Sicher, es gibt immer ein paar Idioten, die anders fahren. Aber die Autobahn in Deutschland, meiner Ansicht nach, ist extrem sicher. So, Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen, stimme nicht zu, weil ich zahle nicht für etwas, ich muss ja zahlen, weil ich ja arbeite und Steuern zahlen dadurch, oder selbst wenn ich nicht arbeiten würde, müsste ich auch meine Steuern zahlen, aber ich zahle deswegen nicht dafür, also noch mehr zu zahlen, bin ich vollkommen dagegen, weil ich dagegen bin, andere Länder zu überfallen. Wir sehen es ja bei Afghanistan, wie schön das die USA mal wieder hingekriegt hat und der Schwanz der USA, also Deutschland, hat dann, also wenn man das als Hund betrachtet, hat da schön mitgemacht und ja, für nichts. Man ist einfach nicht auf die Leute eingegangen, sondern hat gesagt, hey, wir sind da, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir haben die besten Werte und haben sich dementsprechend vollkommen falsch verhalten. Das weiß man ja heute sowieso, also die USA. Und dann hat man als besetztes Land beziehungsweise die Bevölkerung dann doch eine gewisse Aversion zu der zum Besatzer und sagt, nee, das wollen wir so nicht haben. Stimme nicht zu. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen, stimme zu. Das hat zwei Gründe. Wir sind im Ion des Kindes, das heißt Horus oder Harpokrates. Und für mich wird es auch ein Zeitalter, was sich mehr auf das Kind konzentrieren wird. Davon bin ich überzeugt. Und das kann man jetzt zum Beispiel jetzt hier bei den Wahlen sehen. Gut, 16 Jahre ist noch kein Kind, ist ein Jugendlicher. Aber natürlich hat er das Recht, wählen zu gehen, wenn er der Meinung ist, diese Partei oder jene Partei ist für ihn die richtige Partei. Blödsinn, aber ich meine, wenn ein Zehnjähriger der Meinung ist, er muss eine Firma aufbauen, ja, warum nicht? Ja, es geht in Deutschland halt nicht so einfach, da ist Schulzwang. Also er muss in die Schule, sonst kommen seine Eltern in den Knast. Das ist Deutschland, glaube ich, eines der ganz wenigen Länder auf der Welt, die sowas haben. Nordkorea hat vermutlich sowas auch. Schulzwang in Österreich zum Beispiel, da hast du eine Privatschule. Also du kannst Privatschulen, Homeschooling, da kannst du zu Hause dann lernen. Das ist in Deutschland nicht möglich. Aber du kannst als Zehnjähriger sehr wohl eine Firma gründen in Deutschland, indem du einfach deinen Vater oder deine Mutter nimmst und sagst, hey, ich habe eine Geschäftsidee und ihr müsst die Inhaber sein, aber ich setze die Idee um. Das ist natürlich möglich. Und genauso denke ich, soll es auch für Menschen sein, die halt meinen, sie müssen wählen gehen und eine Meinung dazu haben zur Politik. Selbstverständlich, warum nicht? Stimme zu. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Stimme zu. Windenergie, ob oder ob nicht, keine Ahnung. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Aber eine Förderung bedeutet immer, mein Steuergeld, mein Geld wird für die Windenergie verwendet, wofür ich nicht einverstanden bin. Das soll die Marktwirtschaft entscheiden. Wer die besten, die billigsten, die produktivsten Windräder erzeugt bzw. aufbaut. Ja. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden? Nein, Beschränkung ist Sünde, stimme nicht zu. Grundsätzlich stimme ich solche Sachen nicht zu. Das ist dem Vermieter sein Eigentum. Also meine Eltern haben auch ein Haus und das ist ihr Eigentum und ihr Recht, dass sie entscheiden, wie viel derjenige oder diejenige Miete zahlen soll. Also mit welchem Recht komme ich daher und sage, nein, das darfst du nicht entscheiden in deinem Eigentum. Nein, das ist ihr Eigentum. Punkt. Darüber brauche ich auch gar nicht großartig reden. Das ist ihr Eigentum. Ja? Das heißt ja auch nicht, wenn du eine Uhr trägst, dann musst du dir immer an der rechten Hand halten, weil das schon immer so war. Nein, es ist ihr Eigentum. Niemand hat das Recht, in Eigentum anderer sich einzumischen. Absolut nicht. Stimme nicht zu. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Puh. Also
Covid-19, dieser Schwachsinn. Also ich bin selbstverständlich in der Richtung für Patente, weil es ist auch Eigentum, geistiges Eigentum. Und insofern, ja, klar. Weiß gar nicht, ob der Staat da überhaupt was zu sagen hat bei Patenten. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich stimme dem zu, natürlich. Geistiges Eigentum. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung, das ist ein scheiß Wort, soll vorgezogen werden. Nein, einfach weil es ein Vertrag ist zwischen zwei verschiedenen Parteien, nenne ich es jetzt mal, und dann müssen die anderen auch damit einverstanden sein. Und die anderen, das sind die, die halt gerade diese Kohleverstromung machen. Und wenn die damit einverstanden sind, dann kann man das machen, aber man kann nicht über einen Vertrag einfach mal so entscheiden und sagen, ja, jetzt haben wir uns entschieden, die Politiker versteht sich, und ja, wir tun den Vertrag als ungültig machen. Das geht nicht. Das ist das Gleiche gewesen wie bei Fukushima, wo das passiert ist und die Merkel gemeint hatte, so jetzt tun wir den Atomausstieg mal um ein paar Jahre vorher heranziehen, ne? Was vertraglich festgelegt wurde. Ja. Das ist wie wenn der Eigentümer zu dir sagen würde, wir haben jetzt einen Mietvertrag gemacht und du kannst jetzt dort, sagen wir mal, 5 Jahre leben und nach einem Jahr kommt er und sagt, na, ich habe mich anders entschieden, nur noch 2 Jahre. Ungefähr so betrachte ich das. Ne? Und dann musst du ausziehen. Hast aber noch 3 Jahre vor dir. Also stimme nicht zu. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Das Recht hat jeder, so zu leben, wie er will. Und wenn jemand keine Rentenversicherung zahlen will, dann zahlt halt auch keiner, kriegt halt keine Rente. Ist ja eine Versicherung. Also bin ich vollkommen dagegen. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Also es sind mehrere Faktoren, es macht die Sache ein bisschen komplizierter. Zum einen, wir sind schlicht überbevölkert. Also in Deutschland, ich glaube, nach Holland sind wir das dicht besiedelste Land überhaupt in Europa. Ich glaube, weltweit sind wir auf dem 8. Platz oder 9. Platz. Also schon extrem dicht besiedelt. Und noch mehr Menschen und noch mehr Menschen und noch mehr Menschen. Insofern würde ich ganz klar Nein sagen. Aber andererseits ist es so, jeder Mensch hat das Recht, da zu leben, wo er will. Egal wann, egal wo, egal wie. Es ist sein Recht. Und insofern würde ich dem zustimmen. Ne? Also da halte ich mich raus, da bin ich neutral. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Alles, was mit Steuern zu tun hat, wird abgelehnt. Stimme nicht zu, denke ich auch nicht großartig drüber nach. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Alles, was mit Förderung zu tun hat, lehne ich grundsätzlich ab. Sind alles Steuergelder. Stimme nicht zu. Spenden von Unternehmen an Parteien soll weiterhin erlaubt sein. Ja, natürlich, klar. Andererseits ist es so und ist logisch, ne? Wenn mir das Unternehmen so und so viel Geld gibt, dann bin ich dem verpflichtet, ja, seinen Wünschen zu entsprechen. Trump hat das mal gut gesagt, ne? Er hat gesagt, er nimmt keine Spenden von irgendwelchen anderen Multimillionäre oder Milliardäre, weil die dann sonst zu ihm herkommen und sagen, du, ich habe dir doch ein bisschen Geld gegeben und könntest du mal nicht in die und die Richtung gehen? Und das wollte er eben nicht haben. Ne? Er hat möglichst versucht, dann unabhängig zu sein. Ne? Und die Parteien, die halt Spenden bekommen von anderen Unternehmen, ja, die müssen halt damit klarkommen. Also, ja, warum nicht? Es ist ja, die meisten Parteien sind eh verlogen. Tut mir leid. Wie hat es Merkel mal gesagt, man kann nicht erwarten, dass man vor einer Wahl die Versprechungen dann auch einhält, wenn man nach der Wahl gewonnen hat. Also das ist absolut, also komm bitte, ja. Natürlich kann es weiterhin erlaubt sein. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten.
Ja, BAföG ist auch mal wieder so eine Steuergeschichte, wo ich dafür bezahle, dass Menschen gefördert werden, indem sie durch mein Geld oder durch unser Geld studieren können, weil sie nicht das selber bezahlen können. Tja. Und ich sehe das gar nicht ein, dass Eltern dafür gerade stehen sollen, wenn ihre Kinder studieren gehen. Eigentlich sollten die Kinder das Geld selber verdienen, aber das geht natürlich nicht, wenn sie da studieren oder es geht nur beschränkt. Ja, und andererseits braucht der Staat natürlich Menschen, die bestimmte Sachen gelernt haben, studiert haben, damit die Wirtschaft natürlich weiter brummt und weiterhin Steuern bezahlt werden. Ich halte mich da jetzt mal raus. Schwer zu beantworten für mich. Neutral. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Von mir aus kann es 20 Staatsbürgerschaften sein. Mir ist sowas von breit. Stimme zu. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Also das macht die Sache, also ich bin absolut nicht dagegen, wenn Menschen meinen, sie sind XY vom Geschlecht her. Aber letztendlich sind sie ja eh von Plus und Minus erzeugt worden, also von Maskulin und Feminin. Da können sie noch so gegenschreien. Also von zwei Schwulen sind sie nicht erzeugt worden, genauso wenig wie von zwei Lesben. Aber ich würde es nicht machen, weil das wieder mehr Geld kostet. Bin ich überzeugt. Sowas würde mehr Geld kosten. Stimme. Und es ist einfach so, wir zahlen unfassbar viel Steuern und die schmeißen das Geld nur noch so raus. Schon allein deswegen dürfte ich nicht mal einen Valomat machen, weil das kostet auch wieder unfassbar viel Geld. Egal. Stimme nicht zu. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Natürlich, es ist ja ein Vertrag gemacht worden. Man kann nicht einfach so abspringen von einem Vertrag. Wo bleibt denn das Vertrauen? Allein die Formulierung gehen dürfen. Also dürfen, ja, du darfst. Na, wie erlauben dir das? Das heißt ja so viel wie der andere, das Gegenüber, mit dem man den Vertrag gemacht hat, in dem Fall Russland, die haben da gar nichts mitzureden. Ne? Also muss heißt das. Oder müssen. Stimme zu. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Selbstverständlich ist eine Steuer. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamten im Dienst generell erlaubt sein. Ja, warum nicht? Ist doch schön, wenn man den Glauben des anderen sieht. Ich sehe das also da habe ich jetzt, also, das ist mir sowas von egal. Stimme zu. Also, wenn die Beamtin so haben will, warum nicht? Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Ja, warum nicht? Das ist ja der Kunde, der das entscheidet, ob er das kaufen will oder nicht. Und nicht am besten so wie die Grünen mit ihren Fahrrädern, was überhaupt nicht dagegen spricht, dass wenn das in einer Stadt gemacht wird, 1 Milliarde Euro einsetzen will und möglichst vermutlich dann in die Richtung dann gehen wird, dass sie sagen, ja, aber da können wir eigentlich auch Verbrennungsmotoren verbieten, ne? Irgendwas in Planung, irgendwas in der Richtung, bis 2000 so und so sollen keine Verbrennungsmotoren mehr produziert werden. Ich denke, das entscheidet der Kunde und nicht der Politiker, der dann das Volk dahin lenkt, zu sagen, wie es sich zu verhalten hat und was es noch machen darf. Mit unseren über, was weiß ich, Hunderttausenden von Gesetzen und Vorschriften in diesem Lande. Natürlich stimme zu. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Nein. Gottes Willen, nein. Das ist also. Mann, man könnte immer zu allem Möglichen was sagen, aber ganz kurz nur in Deutschland besteht Schulzwang. Und Schulzwang bedeutet, wenn du dein Kind nicht in die Schule schickst, dann kommt das dann kommst du in den Knast als Verantwortlicher, also als Elternteil. Und mir ist kein Land bekannt, außer bestimmte Länder. Ich kann mir vorstellen, China ist das so oder in Nordkorea, wo das der Fall ist. Du kannst in anderen Ländern dein Kind auch zu Hause unterrichten. Sogar in Österreich ist das möglich.
Ja. Und hier in Deutschland darfst du dein Kind nicht zu Hause unterrichten. Nein, du musst es in die Schule schicken. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln bei sowas. Achso, ich bin ja schon bei der nächsten Frage. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Absolut nicht. Absolut nicht. Also das ist Antisemitismus. Also gegen Judenhass. So soll man es mal ausdrücken, weil Araber sind auch Semiten. Nein, überhaupt nicht. Das mit den Nazis, hier gibt es so viele Nazis, das ist für mich ein Mythos mittlerweile geworden. Das gibt es einfach nicht. Hier gibt es keine Nazis. Außer man tut alle Sozialisten als Nazis bezeichnen, was ja de facto sind. Die Nazis sind ja Sozialisten. Dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Ja. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Nö. Das sollen die untereinander, also die Unternehmen untereinander entscheiden. Dann hört uns China halt ab. Dann gibt es halt ein Punktesystem bei uns in Deutschland oder in der westlichen Welt. Wir leben eh in einem Gefängnis, meiner Ansicht nach. Und dieses Gefängnis, daraus muss man versuchen, auf eine gewisse Art und Weise rauszukommen, ohne dass man gleich irgendwie versucht, seine Wahrheiten über anderen rüberzustülpen und andere zu töten, wenn sie nicht dieser Wahrheit entsprechen. Und da kann man, es ist halt einfach, ja. Stimme nicht zu. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Nein, das ist die Geschichte der Kirche, dass die da überhaupt zusammenarbeiten. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja, nicht mal kontrollierte Verlauf, sondern generell ohne kontrollierte Verkauf. Stimme zu. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Ja, stimme ich zu. Einfach weil die Europäische Union, also einfach eine diktatorische Union ist. Also das ist wirklich, ja, wenn man sich die Struktur mal anschaut, vor allem an der Spitze oben, dass die unkündbar sind, dass man die nicht zur Rechenschaft ziehen kann, also die Verantwortlichen, dann würde ich sagen, das ist diktatorisch. Ne? Und da würde ich, wenn ich jetzt Deutschland als einen Mensch sehe und Spanien als einen Mensch und so, die gemeinsame Sachen machen, würde ich als Deutschland oder als Deutscher ganz klar daraus wollen. Ne? Also die entscheiden letztendlich über dich. Es reicht ja nicht, dass es die Politiker schon sind, die hier Lobbyisten oder mit Lobbys irgendwie zusammenarbeiten. Nein, es muss ja dann noch die Europäische Union sein, die auch noch über dich bestimmt, wie du zu leben hast. Also klar, raustreten. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Nein, stimme nicht zu. Das ist einfach die Frage der Kompetenz und nicht die Frage der Weib oder Mann. Irgendwann mal kommt ja auch dann noch X hinzu, also derjenige, wo sich nicht als Mann und Weib entscheidet. Da muss man ja dafür auch noch irgendwas einbauen, wo man sagt, ja, ne, die fühlen sich ja diskriminiert, wenn sie dann nicht in der Landesliste der Parteien sind. Ne? Also da müssen schon mindestens so und so viel Prozent von X also auch da drin sein. Also ist eine Kompetenz einfach und der Mensch entscheidet. Stimme nicht zu. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Weiß gar nicht, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder die politische Entscheidung ist. Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Neutral. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Nein, stimme nicht zu. Das ist das, also das ist ganz klar Eigentum von jemandem, der sagt, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann bekommt XY mein Eigentum, weil das ja sein Eigentum ist, dann hat er natürlich das Recht zu entscheiden, wer das bekommt. Und dafür soll der andere eine wahnsinnshohe Erbschaftssteuer zahlen? Nee. Hätte er auch verschenken können an den Staat, wenn er dumm genug wäre. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Stimme nicht zu. Bin generell gegen Kontrolle. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden.
Auch Ehepaare ohne Kinder, das liegt daran, okay, weil Kinder, wenn man Kinder hat, ist das sozusagen die Sicherung für den Staat, weil das Kind ja auch irgendwann mal arbeiten gehen wird oder Steuern zahlen muss. Und dadurch wird der Staat erhalten. Und wenn man keine Kinder hat, dadurch besteht die Gefahr, dass der Staat dann halt irgendwann mal schrumpft. Ja, und kein Geld mehr eintreiben kann, so wie es die Mafiosi machen. Ich bin mal neutral. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Bin generell gegen Förderung. Stimme nicht zu. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Ja, natürlich, klar. Wir denken ja weiter. Irgendwann wird vielleicht Telemar auch so eine Art Religionsgemeinschaft und dann können wir auch staatlich anerkannt werden. Das heißt auch gefördert vermutlich, ne, mit Steuergeldern. Stimme zu. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Nein, soll komplett wieder abgeschafft werden, dieser Schwachsinn. Und stimme insofern nicht zu. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja, stimme zu. Geizig geil. Naja, andererseits hat es auch wiederum Vorteile, Schulden zu haben. Was aber im Gesetz steht, sollte man einhalten, obwohl ich ja mit dem Gesetz keinen Vertrag gemacht habe. Zumindest habe ich nichts unterschrieben, um zu sagen, ich will das Grundgesetz anerkennen. Ich bin neutral. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden? Nein. Ich stimme nicht zu. Ich bin dafür, dass jeder Mensch zu entscheiden hat, wo, wann und wie er leben will. Und das bezieht sich natürlich ganz klar auch darauf, dass es natürlich jeder nach Deutschland kommen kann. Worauf ich halt dann bestehe, ist halt dann, wenn du in mein Haus reinkommst, dann hast du dich auch dementsprechend nach meinen Regeln zu verhalten. Tust du das nicht, wirst du gekickt. Fertig. Aber dafür wird man ja schon als Nazi hier in Deutschland beschrien, wenn ich sage, ich bestehe auf mein Hausrecht. Na? Und wir haben ja mittlerweile Fälle, wo Leute aus dem Ausland in Deutschland leben, die also wirklich zig von Straftaten gemacht haben. Und ja, man lässt sie einfach laufen. Oder lebst in Berlin, dann brauchst du mit Strafen so gut wie gar nicht mehr recht. Und dann ist es schon ein Kavaliersdelikt, wenn du andere Frauen vergewaltigt hast. Nein, stimme nicht zu. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Das entscheidet tatsächlich die Wirtschaft. Und wenn die so weitermachen, dann wird die Wirtschaft irgendwann mal weggehen von Deutschland. Weil das wird immer heftiger hier, wird immer heftiger, dass man immer mehr bestimmt, wie die Wirtschaft sich zu verhalten hat. Und das ist Sozialismus. Na? Also bin ich klar dagegen. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden, stimme natürlich nicht zu. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlaube, natürlich, stimme zu. Ah, bin fertig. So, jetzt, wie geht's weiter? Wir haben die Frage nochmal, weiter zur Auswahl der Parteien. Auswahl der Parteien. Jetzt habe ich da 5 Milliarden Parteien wieder mal vor mir. Hier können Sie alle Parteien gleichzeitig auswählen. Mache ich. Ach ja, stimmt. Beim letzten Mal war das so. Da konnte man, glaube ich, nur 5 Parteien auswählen. Dann habe ich es abgebrochen, weil ich gedacht habe, was für das für ein Schwachsinn. Ne? Das heißt ja wieder, dass ich mich für bestimmte Richtungen entscheiden muss, obwohl ich das ja gar nicht machen will, sondern ich will ja möglichst alle Parteien haben. Das haben Sie ja gut geändert. Weiter zu Ihrem Wahl-o-mat-Ergebnis. So, schauen wir mal. So, jetzt ist es Team Totenhöfer. Ja, das brauche ich jetzt nicht lesen. Das ist jetzt hier nur mal auf Aufnahme. Dann ist es hier Büso. Ach, die kenne ich. Die sind von, wie heißt der nochmal? Steht es hier drinnen? Ja, steht es genau da. LaRouche. Die Frau macht heute noch Video. Ich glaube, da gibt es ja auch da müsste noch bestehen, der Kanal, die sich ganz stark, da steht sie ja auch, für China und Russland einsetzen. Ich
Die FDP mit Sicherheit nicht, das glaube ich jetzt nicht, echt. Diese Sozis, Bündnis 21 kenne ich nicht, ich, AfD, die Humanisten, Geschichts-, was Gesundheitsforschung Partei für Gesundheitsforschung als einziges politisches Ziel die bessere Erforschung altersbedingter Krankheiten in ihrem Programm fordert sie daher, 10% des Bundeshaushaltes jährlich in dieses Forschungsgebiet zu investieren. Bündnis C, Christen für Deutschland, jawohl, Freie Wähler, CDU, PDF, Partei des Fortschritts. Mann, Mann, Mann. Da gibt es Parteien. Naja, ach, guck an, da ist auch die Basis. Die machen echt gute Videos zurzeit, richtig spannend. Aber ob da was wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Tierschutzallianz, die Grauen. Was, die Grauen sind es nicht, die Rentner für alle Generationen. MLPD, jawohl, die Kommunisten. Naja, okay, ich habe das gemacht. Ach, am hinten, ganz hinten sind die Grüne und die FDP. Guck an, und die Linken auch. Und Liebe gibt es auch noch. Sorry, ich muss kurz mal gucken. Ausgerichtete Partei Liebe ist für die Partei Ausgangspunkt und Triebkraft jeglicher gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischen Handelns gegenüber Mitmenschen, aber auch Tieren und der Natur. Hört sich gar nicht so schlecht an. Na gut, nichtsdestotrotz, ich werde nicht wählen gehen. Ich habe das jetzt mal gemacht. War ganz nett. Und ja, viel Spaß und viel Erfolg, falls ihr wählen solltet, wen ihr da nimmt. Tschüss. Liebe ist das Gesetz. Liebe unter Willen.